nicht losgeschickt hier. Intro-Musik. Scramble wegen Mine. Waffelwurf, Mine ist das andere. So, Kopien. Abfahrt. Die müssten eigentlich jetzt, genau, die fahren zu zwei verschiedenen Zielen. Da ist schon ein bisschen Zuckerwatte drin. Ich lasse es jetzt erstmal bisschen, ja, wie sagt man, voll werden, bevor ich den ersten Zug baue. Das vermeidet dann unnötige Betriebskosten. Da haben wir Cola und da drüben war das auch nochmal. Man könnte natürlich auch für die Cola und Seifenblasen gemischte Züge. Fahren lassen, also welche die Anhänger für Cola und Seifenblasen haben. Das fange ich wieder an mit Seifenblasen. Luftblasen haben, das funktioniert ja auch. Kann man dann sogar einstellen beim Vollladen, wenn nur eine Ware, ein Dings voll ist, dann fahre ab, egal, und dann ist das andere halt nur noch halb leer oder sowas. Das funktioniert da auch, aber. So. Da haben wir noch Karamell. Da oben ist eine Plastik. Na, allzu tief rein will ich ja eigentlich nicht fahren. Karamell und Zucker nehmen wir noch mit. Natürlich. Warum auch nicht? Habe ich schon die Subventionen. Brauche ich gar nicht nachgucken, dass es da nichts Neues gibt. Was ist denn eigentlich? Ach, hier wird was neu gebaut. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hier unten bei dem Zucker. Zucker ist gut. Das ist für Instant-Diabetes natürlich auch praktisch. Immer schön Zucker, Zucker, Zucker zu sich nehmen. Natürlich nicht. Ist natürlich fies ungesund. Also. Achtet darauf, Leute, wie viel ihr esst, Zuckerhaltiges. Besser schön gesund ernähren. So, dann hat man noch ein Fahrzeug für Karamell, lecker Karamell. Habe ich jetzt richtig geschickt überhaupt mit dem Zucker? Das weiß ich gerade gar nicht. Die fahren nach Sausage Button Ost. Ach ja, genau hier. Und dann die anderen zur Mine, ja. So, jetzt schon ein bisschen was drin. Da können wir auch gleich den Zug noch bauen. Die Züge dort alles abfahren. Achso, da oben haben wir noch Plastik. Zwei Industrien anfährt, hat auch den Vorteil, wenn eine Industrie dicht macht von den gleichen, hat man immer auch die zweite, wo man dann das Zeug herbekommt. Aber so, gut, unten wäre noch Plastik, aber es ist schon wieder eine weite Strecke, die dort fahren müssen. Aber gut, so, jetzt können wir anfangen hier mit unserem Zeug. Da fangen wir erstmal an mit. Was hatten wir jetzt für eine Lok? Wie hieß die? Elektro-Driving. Driving. Ah, ich merke es mir irgendwann nochmal. Die fährt von hier nach. Ja, der Stau ist immer noch so. Also, es hat wahrscheinlich nicht wirklich was gebracht. Das Ding dort umzubauen. So, der lädt. Also haben wir gleich zwei, ja, macht ja nichts. Ist ja eh die Strecke, wo die langfahren. Der lädt Cola. Der lädt die Luftblasen.
So, dann haben wir die Zuckerwatte. Ach, da kopiere ich mir die Züge gleich. Das macht das dann einfacher. Muss ich bloß das Ziel ändern. Und fährt die Zuckerwatte dann Cockwell Zentrum. Oh, müssen wir mal gucken, ob die endlich mal hier sich einen größeren Flughafen leisten können. Oder bekommen dürfen. Eine neue Lok, Dark Energy. Oh, das klingt da interessant. So, der hat jetzt die Zuckerwatte. Dann kopieren wir den nochmal für Karamell und für Zucker. Karamell und für Zucker. Dann haben wir die. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die beladen sind. Und was hat man da noch? Plastik, ne? Dann ist das Ding auch schon fast voll. Plastik. Zack. Das muss zu der Spielzeugfabrik. Jetzt startet sich das hier unten auch schon. Oh mein Gott. Ach ja, an dieser blöden Brücke wieder mal. Das bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Eigentlich haben wir jetzt mit den Baumaßnahmen den Stau nur verlegt von der Hinfahrt zur Fabrik in die Rückfahrt zu den Industrien zurück. Hier muss man auch nochmal irgendwas machen können hier. Oder man baut hier auch nochmal ein Entlastungsgleis rein. Aber ich gucke auch nochmal kurz nach den Flughäfen. Grenzwert 28. Das müsste eigentlich dann schon für einen großen Flughafen reichen. Probieren es einfach mal. Es wollte gerade eins landen. Na gut, kannst auf dem neuen Flughafen landen. Dann sonst habt ihr auch so ein Riesending dort stehen. Wie es sich gehört. So, wie ist das hier? Grenzwert 20. Das dauert also hier noch einen Moment, wenn sie es überhaupt noch schaffen. Die haben schon einen großen. Die haben auch schon einen großen. Ich habe bei Froxville, dass die jemals so ein großen Flughafen kriegen. Das sehe ich ein bisschen schwarz, weil die das mit dem Lärmwert nicht schaffen. Aber dadurch, dass die so diese Insellage haben auf der Halbinsel, haben die auch nicht wirklich die Möglichkeit, sich dort auszubreiten. So, wo war das jetzt hier mit dem Stau hier drüben? Ja, jetzt hat sich hier so ein bisschen erholt, aber hier kommen ja noch mehr Autos. Quatsch, Autos. Züge. Ich mach das jetzt einfach mal hier auf die Schnelle. Du musst mal kurz warten. Oh, dann bauen wir hier wieder unsere bekannte. Oh, das wird ja natürlich interessant jetzt. Aber wir müssen die Schleuse bauen, weil sonst. Jetzt stauen die sich hier drüben, weil die dort alle nur so. Weil der Tunnel nicht so viel durchlassen kann. Ach du meine Güte. Das reiße ich auch noch mal weg.
werden das mal komplett umbauen, das Flusssystem. Falls hier irgendwelche Ökos zugucken, einfach jetzt mal wegschauen. So, dann machen wir das hier noch platt. Dann können wir nämlich hier den Platz schaffen, den wir brauchen. Wir können das dann auch so machen hier. Abreißen hier. So, und dann machen wir einfach hier so eine Art Hochwasserflussbeckenverlauf hin. Hier kommt die Schleuse hin, hier kommt dann das Ding drüber. Hier muss noch eine Schleuse hin. Gut, hier ist wohl so ein bisschen Fluss. Ich weiß schon nicht, ob das so unbedingt lebensnotwendig ist, dort einen Fluss zu haben. So, da ist jetzt die Brücke im Weg. Dann müssen wir das halt hier mal so ein Stück rüber bauen. Was tue ich nicht alles hier für? Die Fluss. Achso, ja, das macht eh keinen Sinn. Ach, warte mal. Das ist Schwachsinn, was ich hier baue. Ich reiß das nochmal weg hier. Mach das so hier. Und bau das dann einfach hier vorne hin. Das sollte auch funktionieren. So, zack. Zack, zack. Kanal drüber. Das verbinden. Wie mache ich das jetzt hier drüben? Da kann man auch schon eine Idee machen. Einfach jetzt zack, zack, zack. Die Schleuse kommt dann so. Und der Fluss wird dann so angebunden. Ich weiß, sieht scheiße aus, aber jetzt haben wir uns auch noch verbaut. So. Das sieht komisch aus, aber Hauptsache wir haben die Brücken da jetzt erstmal weg. Jetzt wollte ich gerade sagen, kaum fließt der Verkehr wieder. Jetzt gehe ich ja rüber, jetzt staut sich das hier schon wieder. Das ist ja diese Einfahrt zum Depot, das staut, weil die manchmal auch da oben lang fahren. Oh, eine neue Lok. Mastermind Electric. Ist die schneller? 231. Nee, das bringt mir, glaube ich, nichts. Aber vielleicht hat die mehr PS. Nee. Aber die kann auch noch selber laden, ist aber langsamer. Das ist das, was mir nicht gefällt an der Lok. Und ja, genau, das war es jetzt erstmal von der Stelle. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis später dahin. Bleibt friedlich und tschüss.